Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. So, diesmal möchte ich hier in der runden L-Größe in der Trinket Tray Mold von Molds & Shapes eine Blume gießen. Und ich habe mir überlegt, dass ich die Pigment Drops gelb und blau nehme, um ein schönes Grün zu mischen. Ähnlich wie in dieser Blume, wo ich halt nur schwarz genommen habe. Also ich will die Blume ohne weiße Pigmentpaste gießen. So, und dann habe ich gedacht, dass ich außenrum erstmal Glitter nehme. Zu meiner anderen Farbe komme ich später noch. Und ich mische mir jetzt hier erst mein Glitzer an. Und zwar ist das das Luxury Green. Das sind so Glitter Flakes von Stefanie Etta oder Etta Art. Und das ist ein ganz, ganz toller Grünton und auch für Weihnachten sehr, sehr gut geeignet. Kann ich euch nur empfehlen. Das ist wirklich von diesen Flakes meine Lieblingsfarbe. Ich finde sowieso, dass Grün eine total unterschätzte Farbe ist. Ich finde sie total schön und entspricht ja auch der Natur. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal was in Grün. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht und von daher habe ich gedacht, das ja, wird mal wieder Zeit. So, ich gebe das Ganze am Rand entlang. Ich habe diesmal das Mastercast. Als ich diese schwarz- und rot-goldfarbene Blume gegossen habe, hatte ich das Ultracast und das war ziemlich zähflüssig schon, weil ich das ziemlich lange stehen hatte. Ich hatte vorher noch was gegossen und da war es wirklich schon ziemlich grenzwertig, aber es hat funktioniert. So, das Mastercast ist jetzt dünner als das Ultracast zu damaligen Zeitpunkt. Das Mastercast ist natürlich ein zähflüssiges Harz, ein hochviskoses Harz, aber dennoch ist es dünner als bei meinem Guss mit dem Ultracast, was ich relativ lange hatte stehen lassen. So, ich habe meine Form aufgefüllt, das habt ihr gesehen, und ich bin so fast am Rand. Und ich habe da jetzt eben noch die Bläschen entfernt und jetzt zeige ich euch, wie ich meine Farben mische. Ich gehe mit insgesamt 3 Tropfen von dem Gelb. Weiß will ich ja gar nicht nehmen. Und ich habe jetzt erstmal 1 Tropfen von dem Blau. Einfach zu sehen, wie intensiv wird das Grün, gefällt mir das. Also da könnt ihr natürlich spielen, wie ihr wollt. Mir war es jetzt noch ein bisschen zu hell und ich habe noch mal 1 Tropfen von dem Blau, von den Pigment Drops hinzugegeben. Die Pigment Drops sind auch von Etta Art, so wie das Mastercast. Das habe ich auch von Etta Art. So, mit dem Grün bin ich jetzt zufrieden und jetzt kann ich meine nächste Farbe anmischen. Und dann nehme ich dann mit Metallpulver. Und zwar habe ich hier einmal das Gold. Ihr seht, wie viel ich nehme. Also es ist nicht gerade wenig, was ich da rein tue. Manchmal denke ich, oje, vielleicht sollte ich doch ein bisschen vorsichtiger sein. Und dann habe ich hier auch noch das Silberne hinzugetan. So, und das gibt einen richtig schönen, sanften Goldton. Ich sage mal so Aluminiumgold, so, ja. Ich weiß gar nicht, wie diese Farbe heißt. Vielleicht hat einer von euch eine Idee, wie diese Farbe heißt. Auf jeden Fall finde ich sie total toll. So, und ich gieße jetzt das Ganze in der Spirale. Ist für Anfänger auch immer am einfachsten geeignet, eine Spirale zu gießen. Und ich fange hier mit meinem Grün an. Das ist ein sehr intensives Grün, relativ dunkel, seht ihr jetzt gleich. Und ich hoffe halt, dass es halt nicht zu transparent ist. Ja, da war noch was in meiner Form drin. Das musste ich rausholen. Und jetzt gieße ich halt hier meine Spirale. Also ich gieße halt die Spiralen am liebsten und auch am liebsten aus dem Becher heraus. Es ist natürlich euch überlassen, wie ihr eure Blumen gestaltet. Nur für mich ist das so die einfachste und auch die schönste Form. So, jetzt nehme ich mein Goldmix, Gold-Silber-Mix, und ich gehe einfach auch in der Spirale und ich schaue, dass ich zwischen den Lücken bin, dass ich auf dem Grün gieße. Also da habe ich jetzt kein genaues Muster verfolgt, ich habe einfach nur meine Spirale gegossen. Dann gehe ich einmal kurz mit dem Sturmfeuerzeug drüber und dann habe ich mal so ein bisschen gewartet, so 2-3 Minuten,
bevor ich dann angefangen habe, meine Blume zu zeichnen. Ja, das Dotting-Tool war dann so ein bisschen verschmutzt. Ich habe mir dann noch ein anderes Dotting-Tool geholt, was auch eine etwas gröbere Spitze hatte. Und ich gehe jetzt mit dem Dotting-Tool praktisch von außen nach innen und zeichne mir meine Blume. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch schon gesehen, dass das Grün wesentlich transparenter ist als das Schwarz, was ich da letztens gegossen habe. Ich weiß nicht, ob es an dem Grün selber lag oder vielleicht auch daran, dass das Harz halt nicht so zähflüssig war, wie halt bei der schwarz-rot-goldenen Blume. Deswegen also, da war ich mir nicht ganz sicher, war da natürlich auch ein bisschen beunruhigt, ob das Ganze denn auch funktioniert. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Einfach, man muss einfach ausprobieren, man muss testen. Und manchmal muss man auch die Blumen mal in einer größeren Form testen. Die Form ist ja relativ groß. Und ja, ich habe jetzt hier meine Blütenblätter gezeichnet, ganz viele. Bin auch immer nur von außen nach innen gegangen, weil ich finde in der runden Form, also mir persönlich gefällt es da besser, da ziehe ich nicht gerne das Sorting-Tool nochmal von innen nach außen. So, das Ganze lasse ich jetzt erstmal ruhen. Und hier ist jetzt eine Nahaufnahme, da hat das Harz aufgehört zu arbeiten und ihr seht, das Grün ist schon relativ transparent. Also ich war mir da nicht sicher, ob das mit dem Metallpulver dann geholfen hat, dass es trotzdem schöne Blütenblätter gibt. Aber ja, wir werden es sehen, wenn ich dann nachher entforme. Ich finde die Farbkombi auf jeden Fall wunderschön. Grün und so ein goldener Ton geht immer. Ich finde, das hat was. Der Glitzer, der verteilt sich auch so ein bisschen Richtung Mitte, sodass es am Rand, wo es transparent ist, auch noch so ein paar Glitzer-Highlights gibt. So, und das ist jetzt noch am selben Abend. Also das Harz war ausgehärtet, auf jeden Fall so, dass ich entformen konnte. Es war auch nicht mehr groß biegsam. Und ich bin mega gespannt. Entschuldigt bitte die Lichtverhältnisse, aber ich habe das dann im Wohnzimmer ausgeformt, weil mein Arbeitsplatz absolut, ja, der ist in Beschlag genommen mit anderen Sachen und von daher musste ich dann im Wohnzimmer ausformen und es war halt schon sehr spät. So, und schaut mal hier. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Es ist wirklich gelungen. Das Gold ist nicht gebloppt und das hat sich teilweise richtig schön mit dem Grün verbunden. In einer Facebook-Gruppe hat man gesagt, irgendwie Peacock-Federn oder eine sagte fast wie eine Mandala. Fand ich sehr interessant, was die Leute so sehen. Ja, es ist immer schön zu sehen, zu hören, was Leute dann darüber denken, wie es denen gefällt. Und ja, von daher nenne ich es hier meine Peacock-Blume oder meine Faunblume auf Deutsch. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und ich verabschiede mich hiermit und es kommt gleich auch noch ein Video, da seht ihr dann das Ergebnis noch besser bei besserem Licht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.